Ja, hallo, ich bin der Vari und ich grase heute wieder meine Wildkameras ab und bin gespannt, was da drauf ist. Habt ihr bestimmt in einigen der letzten Videos gesehen. Ich habe die ein bisschen präpariert und habe da so Biobrot hingepackt oder Bioäpfel, so aufgefädelt an der Naturschnur. Da waren schon ein paar lustige Aufnahmen dabei, wie so eine Maus so am Seil rumhangelt und versucht, da ranzukommen. So, dann gehen wir mal in den Wald rein. Zur ersten Wildkamera. Mal gucken. Ah, hier muss ich mich jedes Mal neu orientieren, wo die genau ist. Ach, da ist sie. Ich sehe sie schon. Ich hatte eigentlich ein Schloss. Ich hatte eigentlich ein Blatt vorm Schloss gehangen. Da ist keins mehr dran. Naja, vielleicht runtergefallen. Das ist übrigens auch die gleiche Stelle. Damals hing hier bloß eine andere Kamera, wo ich den Dachs das erste Mal erwischt habe. Also auf dem Foto. Und wo ich den auch ausmessen konnte. Kann ich ja mal oben rein verlinken. Wieder mit dabei mein SD-Kartenlesegerät für USB-C, USB und Micro-USB. Da passen die kleinen und die großen Karten rein und dann kann ich das direkt auf mein Telefon kopieren. Und dann brauche ich die Karten nicht austauschen. Das sieht hier ein bisschen komisch aus. Ich habe hier einen Dummy drin und drei Akkus. Diese drei Akkus sind Nickel-Zinn-Akkus. Das sind relativ neue Akkus. Die gibt es noch nicht so lange auf dem Markt. Sind aber hervorragend. Und die haben eine Spannung von 1,8 Volt. Das ist ein kleines bisschen höher als 1,5 Volt, wie von den Batterien. Deswegen ist hier ein Dummy mit drin, dass die Kamera nicht beschädigt wird. Und es funktioniert wunderbar und vor allen Dingen, die halten weitaus länger als normale Batterien. Kann man auch mit einer Taschenlampe verwenden, muss man nur aufpassen mit der Spannung. Bei Taschenlampen, wo drei reinkommen, sollte man zwei reinpacken und einen Dummy. Bei Taschenlampe, wo nur eine reinkommt, da geht auch eine. Ich habe mir die Aufnahmen schon angeguckt, es sind ein paar schöne Aufnahmen bei. Das ist übrigens die Campark T20 Mini, das ist eine relativ preiswerte Kamera. Die ist von der Videoqualität nicht ganz so gut wie die andere, die ich gewöhnt bin, aber für den Preis ist es vollkommen okay. Vor allen Dingen ist es schön klein. Es sind ein paar schöne Aufnahmen drauf, da ist zum Beispiel ein Fuchs zu sehen und so. Das blende ich dann natürlich gleich nach der Szene hier ein. Und gehen wir mal zur nächsten Kamera. Meine Wildkamera ist weg. Ja, da sieht man mal den Neid der Leute. Die Wildkamera, die ich aufgehangen hatte, die ist weg. Das ist jetzt seit 2 Jahren. Das ist das erste Mal, dass mir eine Wildkamera geklaut worden ist. Ich weiß nicht, was der Mensch damit anfangen möchte. Die Kamera ist passwortgeschützt. Es ist ein bisschen kompliziert, das Passwort rauszunehmen aus der Software. Ciao. Ich bin den Spuren jetzt gerade hinterhergelaufen, aber die treffen dann irgendwann auf dem Pfad und dann habe ich sie verloren. Ciao. Ist natürlich ärgerlich. So, jetzt bin ich schon bei der nächsten Kamera. Das ist eine Kamera, die mir mein Chef geschenkt hat. Das ist eine JTAG. Er hat sie mir geschenkt, weil die Menüführung unglaublich schlecht ist, weil die hat nur dieses kleine
OLED-Display hier oben und eine Zweiknopfbedienung, was fürchterlich in der Bedienung ist. Und man bekommt über Blinkcodes von der LED hier oben, kommt man gesagt, bin ich jetzt an, bin ich jetzt aus, bin ich im Setting, bin ich jetzt in Testmodus, und es ist einfach nur furchtbar von der Bedienung her. Überrascht hat mich dann, als ich sie probiert habe, die Fotoqualität. Diese kleine Kamera hier ist vermutlich eine 2-Megapixel-Kamera. Gucken wir mal, was die jetzt für Aufnahmen gemacht hat. Hat sie noch einen Vorteil, und zwar ist sie sehr energiesparsam gearbeitet. Hier sind 4 Batterien drin und die halten weitaus länger als in jeder anderen Wildkamera, die ich bisher hatte. Das ist ein Pluspunkt. So, jetzt bin ich in der Nähe von den ganzen Dachsbauten, wo ich sehr viele Wildkameras verteilt habe. Allerdings ist es um die Dachse sehr still geworden in letzter Zeit. Die wissen natürlich, dass tatsächlich Frost kommt und haben sich rechtzeitig verkrochen. So ab und zu steckt ja doch einer mal die Nase raus. Und darauf habe ich gehofft. Ich weiß nicht, ob hier was passiert ist. Sehen wir ja gleich. Die hängt hier oben. Das ist eine von Aldi, eine WK4 HD, die grüne Variante, die ist ziemlich gut von der Bildqualität her, und mal gucken, was drauf ist. So. Ich habe schon gesehen, der Dachs hat sich tatsächlich rausgetraut. Man konnte ihn sehen und bin ich auch schon bei meiner nächsten. Jetzt bin ich auch schon bei meiner nächsten Wildkamera. Das ist die längste, die ich im Einsatz habe. Das ist die Tom Show. Die gibt es nicht mehr unter diesem Namen. Aber es gibt die unter einem anderen Namen. Ich war schon relativ lange hier. Ich glaube nicht, dass die jetzt noch mit dem Schnee aufgenommen hat. Die Batterien werden wahrscheinlich schon lange alle sein. Aber mal gucken, was drauf ist. Tja, ja, da weiß ich jetzt gar nicht, was mich erwartet, weil die Speicherkarte ist mit dem Telefon nicht lesbar. Das muss ich dann tatsächlich am Laptop machen. Und also, keine Ahnung. Mal sehen. Lasst euch überraschen. Ich lasse mich hier auch überraschen, und dann schneide ich das hier im Anschluss, was da zu sehen war, rein. So.
die Naturschnur, die ich hier aufgehangen hatte, die ist zerrissen. Sieht interessant aus. Alles weg. Bin ich ja auf die Aufnahme gespannt. Bei den WK4 von Aldi, da kommen immer 8 Batterien rein. Die waren hier tatsächlich richtig leer gesaugt. Wenn die Batterien natürlich sehr kalt sind, dann versagen die beim Einschalten und bringen keine Leistung mehr. Wenn die Temperatur wieder ein bisschen hoch geht, dann arbeiten sie wieder. Und wenn sie wieder runter geht, dann sind sie wieder tot. Also es kann natürlich dann sein, dass hier war ein tiefes Loch. Dass in der Szene, wo irgendein Tier dann den Faden durchgebissen hat, dass genau in dem Moment die Batterien versagt haben. Das war's auch von mir. Eine kleine Wildkamera-Ernte wieder mal. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir ist kalt. Ich werde zurückgehen. Ich habe nicht gerade viel an. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, euer Vari. Ich glaube, es ist eine 2-Megapixel-Kamera. Dieses tanzende Mäuschen auf dem Seil. Und genau da gehe ich jetzt hin und gucken wir mal, was da los war.